Guten Morgen. Circa 8000 Menschen pendeln täglich zwischen Lübeck und Hamburg, um zur Arbeit zu kommen. An diesem nebligen Novembermorgen transportieren sie mit dem RE 21405 die Frühaufsteher nach Hamburg. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und rüsten Sie den Zug auf. Abfahrt ist um 6.08 Uhr. Und somit ein ganz herzliches Willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Let's Play Train Simulator 2017. Geburtstagsspecial. Ja, ich habe heute Geburtstag und ich bin ein Jahr älter geworden, yay. Und deswegen gibt es heute einen Geburtstagsspecial hier im Train Simulator und nachher bei OMSI 2. Zuvor muss ich erwähnen, dieses Szenario ist von dem lieben Edgar. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, Link ist in der Beschreibung. Der lädt auch immer wieder schöne Videos hoch von seinen Aufgaben, die er gerade erstellt hat. Und ich muss sagen, er erstellt wirklich richtig coole Aufgaben mit Ansagen. Und es gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Und ja, zuvor muss ich allerdings noch erwähnen, ich hatte Probleme mit seinen Aufgaben. Und zwar hat mir der Train Simulator immer wieder gesagt, hey, dir fehlt auch noch die 101er in der Football-Version und in der dieser Version. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich irgendwas vergessen habe, weil Voraussetzung war Train Team Berlin Fahrzeuge. Und ich habe immer wieder TTB neu installiert und habe noch ein paar zusätzliche Logs heruntergeladen von Train Team Berlin, bis ich auf einmal auf Helicon stoßte und sah, dass die Version, die mir fehlte, auf Helicon gab. Plus als Payback-Add-on, und zwar ist das die Baureihe 101 Plus Pack von TTB. Und naja, ich habe es mir gekauft und seitdem funktioniert es. Und da habe ich festgestellt, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber da habe ich festgestellt, dass in den TTB-Szenario-Packs, wo KI-Fahrzeuge mit enthalten sind, nicht alle Varianten von 101ern dabei sind, was in den Plus-Pack enthalten ist. Und naja, deswegen habe ich erstmal drauf geguckt und habe erstmal Plus-Pack gekauft. Und naja, jetzt habe ich alles und ich bin auch froh darüber. Und ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so ist. Ich habe sogar noch auf Train Team Berlin gelesen, dass das nicht im Szenario-Paket enthalten ist. Und da habe ich erstmal drauf geguckt. Und es ist wirklich ein Wunder, dass ich die bisher noch nie gebraucht hatte, bis der Edgar kam. War ja sehr schöne Szenarien macht. Wir werden uns auch in der Zukunft so mit beschäftigen, nach Fahrzeit 33 von 3D-Zug. Weil er macht wirklich schöne Szenarien. Wir werden auch öfters mal mit dem Flirt 3 unterwegs sein. Öfters mal als Güterzug. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon drauf. Ja, wir befinden uns übrigens auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Die bin ich überhaupt noch nicht gefahren. Ich fahre heute auch zum ersten Mal auf dieser Strecke. Ich habe die auch noch nie gezeigt. Und wir fahren mit der wunderschönen Baureihe 112 von Fairsystem. Wichtiger Hinweis, ihr braucht für diese Aufgabe die DB-Version von 112 und die DR-Version von 112er, also V-Rot und Orion-Rot, weil ihr sie halt braucht, ne? Auf dem Bild, wenn man sich die Aufgabe herunterladen tut, sieht man zwar nur die DR-Version, aber fahren tun wir mit der DB-Version. So ist es. Wir fahren übrigens auch heute in einen Sandwich. Das weiß ich jetzt schon. Erstens sieht man das auf dem Bild im Train Simulator, dass der hintere Wagen so ein fetter Klumpen ist. Das bedeutet, dass eine Lok hinten dran ist. Und ja, ich würde mal sagen, beginnen wir mal die Aufgabe hier in Lübeck Hauptbahnhof. Und wir rüsten am besten jetzt mal auf und öffnen zuerst mal die Türen. So, Türen auf. Shift B, Batterie an. Fahrtrichtungswender nach vorne. Dann Steuerung Shift B für die hintere Lok, damit die Batterie angeht.
Und dann lassen wir noch ein bisschen Druck aufbauen. Und drücken jetzt Shift 9. Und warten. Währenddessen mache ich die Sieb. Nee, kann ich nicht einmal. So, abgeschlossen. Perfekt. Machen wir die Sieve an. PZB. Und da kommt eine 294. Richtig hinsetzen hier. So. Als nächstes machen wir den Bremsen. Jetzt hier noch die an. So, dann machen wir Pantovorwahl, Shift P. Und Steuerung Shift P und wählen P wie Panto nach oben. So, dann noch Licht an. Mal schauen, ob er richtig ist. Ja. Ah, sehr schön. Dieser Sound ist herrlich. Und eine schöne 218 hinten dran. Yay! So, dann Z wie Hauptschalter, also Hauptschalter. Hinten und vorne natürlich. Und ja, dann. Ich habe das Licht ausgemacht. Warum habe ich das Licht ausgemacht? Ich bin böse. So, dann als nächstes müssen wir noch die ZZA einstellen, die Zugzielanzeige. Die macht man mit 0 und Shift 0. Und ja, wir ziehen natürlich Hamburg Hauptbahnhof. Zweit. So, RE40 nach Hamburg Hauptbahnhof. Irgendwie geht mein Licht immer wieder aus. Ah, verstehe. Radar. Da war das Licht aus. Ich musste mir ein neues Skript runterladen für 112, habe ich total vergessen. Ja, hier hinten, kleiner Hinweis, hörst du nichts von der Lok. Das liegt daran, der liebe Edgar hat die hintere 112er totgestellt, kaputtgestellt. Und wir können auch nicht zur hinteren Lok wechseln. Dies nur als kleiner Hinweis. Nicht, dass ihr euch wundert, warum da kein Zaun kommt. So, Shift-T. Und noch ein Service-Pick. Das mal ist klar, komm hier. So, der hat HP0. Ja, hier ist die schöne 112er zu sehen. Ja. Und ich würde mal sagen, wir düsen mal los. Ich denke mal, wir haben jetzt alles, ne? So. Abfahrt. Mit 60. So, hoffentlich klappt doch alles. Ich fahre zum ersten Mal auf dieser Strecke und ich habe keine Ahnung. Ja, sehr schön, auch mit Zugansagen vom Edgar. Übrigens ein reiner Fahrplan hier, ne? Also mit Zeitangaben. Müssen wir uns gut beeilen. Und ich habe vergessen zu erwähnen, aufgrund des Geburtstagsspecials ist es auch eine lange Ausgabe. Das heißt, wir werden hin- und zurückfahren. Es gibt nämlich einen Zweiteiler. Es gibt noch einen zweiten Teil, den ich mit euch fahre. Nachdem wir den Teil gefahren haben, gibt es mal eine kurze Pause. Ihr könnt auf Klo gehen, was weiß ich. Und danach fahren wir wieder zurück. Ich fahre mal Instrumentenleuchtung an, das ist doch viel besser. So, da haben wir den
Orange-Rot-Version. Sehr schön natürlich auch mit TTB-Fahrzeugen. So muss es natürlich auch sein. Der ist ein bisschen höher. So. Und wir überholen ihn. Ja, schön. Servus, Kollege. Ja, LZB gibt es ja glaube nicht. Ich bin auch glaube nicht bekannt, dass es eine LZB gibt zwischen Hamburg und Lübeck. Wenn es eine Milf Dockers gibt, dann bitte ich darum. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Ich habe übrigens das Trainbox Update heruntergeladen für Hamburg Lübeck. Da einfach viel besser aus mit den DB-Tags. Ja. Und. Ja. Fand ich halt besser. Ich habe aber nicht das komplette installiert. Es gab nämlich noch für Signale und so, aber leider. Leider. Zeigten mir die Signale rot, gelb, grün an und das sind scheiße. Deswegen habe ich das nicht gemacht. So. Was liegt das an? Es ist so dunkel vor Gott. Ja, und wie gesagt, hier hinten hörst du nichts, da der Edgar die Lok kaputt gemacht hat, eingestellt hat. Man kann es natürlich hörbar machen, das ist ganz einfach. Du gehst in den Editor und machst die Lok wieder heile. Doppelklick, da ist ein Haken zu sehen, wenn du Doppelklick machst, dass es kaputt ist, und dann musst du einfach nur den Haken rausnehmen und dann hat sich das Ganze auch erledigt. Ich fühle übrigens heute mit dem Raydriver. Ich werde demnächst auch ein Video machen. Raydriver ist eigentlich das perfekte für den Train-Simulator, muss ich ehrlich sagen. Macht viel mehr Spaß. Die AFB regelt sich hier viel besser als mit der Tastatur. Ihr seht, ich habe 120 eingestellt. Ich kann jetzt noch ein Stück zurückgehen. Ich bleibe immer noch bei 120. Das ist praktisch. Ja. Soll was zu sagen? Nö. 9 Kilometer erreichen wir Reitfeld. Ich hoffe, die Ansagen sind hörbar. Und falls jetzt jemand fragt, ja, warum hast du denn nicht Dingens eingestellt, die Lokheile gemacht. Das liegt einfach daran, ich möchte euch die Aufgabe so zeigen, wie sie so ist. So. Und ja, ist halt so. Link zur Aufgabe natürlich in der Beschreibung. Das Bremsenproblem habe ich bei meinen Red Rebels nicht mehr. Ein bisschen in den vorherigen Folgen hatte ich manchmal Probleme mit der Bremse, weil ich das einrasten muss am Red Rebel. Ich habe diese komische kleine Schnittstelle entfernt vom Red Rebel und seitdem funktioniert es super. Gerade irgendwie Lavafleisch, das geht gar nicht. So. Zur Feier des Tages, zu meinem Geburtstag. Von mir aus gerne Feier, was weiß ich. Ja, nicht nur, dass es heute Train Simulator um die 2 in einer langen Folge gibt. Nein, ich werde heute auch was trinken. Ja, meine Kinder. Und zwar trinke ich Wasser. Das machen wir jetzt auch auf. Schönes Wasser. Das ist aufgeregt. Community. So. Ich jetzt mal öffnen. Nein. So. Prost. Sag, Wasser schmeckt lecker, ne?
Übrigens grüße ich auch alle neuen Zuschauer, ne? Auch den André Krüger, der hat übrigens einen YouTube-Kanal. Könnt ihr einfach mal abonnieren, würde ich schon empfehlen. Für diejenigen, die gerne Bahnvideos schauen, denn der André Krüger ist Triebfahrzeugführer und nimmt öfters mal für euch auf. Das heißt, ihr könnt ihn praktisch mitbegleiten, wenn er auf Tour ist und macht eigentlich sehr viel Spaß und ich kann es jedem empfehlen. So, jetzt muss ich mich bei der 112 erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich die Fahrmotoren zurücksetzen muss. Ne? So, das ist die Fahrstufe. Die einfach so mit Scheide zurück. Der hat mir gerade kein Licht. Ganz ehrlich. Kann sein, dass ich das tätig rede. Und da Ansagen sind schön zu hören. Ich hoffe, ihr hört sie auch. Denkt mal eigentlich schon. Sie sind zwar ein bisschen leiser, aber das macht den Unterschied. Man hört sie wenigstens. Erste große Bremsen wieder, ey. Ich und Bremsen. Passt überhaupt nicht zusammen. Ich bin auch lange nicht mehr mit 12er gefahren. Ich bin auch sehr vorsichtig. Ich will es ja nicht vermasseln. Ich weiß gar nicht, wie hier das Ganze aussieht. Was? Oh, sogar mit ZZA anzeigen. Keine Haartafel hier. So. Ach du Scheiße. Wir weg ab. So. Bitweb stehen. Wo ist denn hier eine Haartafel? Hier schön mit ZZA-Anzeiger. Sehr schön. Klasse Arbeit. Aber hier gibt es keine Haartafel, von daher habe ich eigentlich gut gebremst. So, Shift-T. Ja, ich muss da nochmal das Update installieren. Die fahren hier alle ohne Zuglichter. Das werde ich gleich machen. Nein, das werde ich nicht gleich machen. Ich bin voll Idiot. Ich bin auch bei der Aufnahme. Macht sich schlecht. Ich werde es beim nächsten Mal machen. So. Ich meine, es wird ja jetzt nur noch heller. Hier wird es mal abfahren. Ja, die Strecke gibt übrigens, glaube ich, so einen Train-Simulator dazu, ne? Beim TS-17. Glaube ich. Ich glaube, ja. Fahren wir erstmal weiter. Auf nach Bad Uldesloe.
Hoffe, man konnte es jetzt eben hören. Also ich höre es zumindest. Wenn ich es höre, müsste ich eigentlich auch hören. Ich werde auch nicht geredet, wenn Edgar redet. Sind eigentlich die V-Motorlüfter Automatik oder Dauerbetrieb eingeschaltet? Automatik, ja. Das wollte ich nämlich sehen. Weil Automatik ist immer besser. Dauerbetrieb können wir anmachen, wenn wir auf eine Temperatur von 100 Grad kommen. Das reicht aber mindestens jetzt auch nicht. Ja, jetzt werde ich mich auch in Zukunft wieder ans Racing.net rangehen und dort Szenarien herunterladen, um mal zu zeigen, was die Community so alles Schönes erstellt. Da freue ich mich auch demnächst auf die neue Strecke, ich glaube von Virtual Railroads. Dann noch die von Jan, also von Virtual Tracks. Da ist ja noch Bahnknoten Sedin bis Leipzig. Da ist auch der fertige Schönefelder Flughafen dabei. Was war da? Dann freue ich mich natürlich auch auf Münster. Irgendwie bin ich noch zu vorsichtig. Ah, oh, ein Wittenberger. Juhu. Grüß Mama. Oh, ich mag die Dinger. Mit denen kann man übrigens auch fahren, ja. Indem man sich das vom Trainworks hier runterladet, dann kannst du damit fahren. Das haut das astrein, damit bin ich auch schon mal gefahren. Kann ich nur empfehlen. Besser als die GBE-Scheiße. Jetzt habe ich es mal gesagt. Ja, es ist so. So, Tür auf. Kommst du rein? Was geworden ist. So. So. Dann stehen wir jetzt mal. Abfahrt ist um 6.25 Uhr. Wir sind recht pünktlich. Was für ein Wunder. Tja, das ist Bad Oldesloe. Ja. Sieht gut aus, ne? So.
der Himmel sieht da nicht so gerade einladend aus hier. Also mich nicht wundern, wenn es gleich auch anfängt zu regnen. Aber wirklich, ja. Noch zwei Stationen. Okay. Jetzt fahren wir jetzt mal 26 Kilometer. Und wir können gleich 160 rauschen. Yay. Kaputt. Ich weiß nicht, Edgar, hast du die kaputt gemacht, damit man Performance sparen kann, oder warum sind die kaputt? Hinten ist kaputt, hörst du ja. Und keine Angst, Leute, ihr könnt sie auch reparieren, geht in den Editor und lässt sie einfach mal wieder heile machen. Doppelklick, Haken rausnehmen, fertig. Ja. Aber Edgar, falls du das sehen solltest, warum hast du eigentlich auch bei der KI die 112er kaputt gemacht? Fährt die eigentlich noch als KI denn noch rum? Kann die überhaupt denn noch fahren? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich schon. Weil wenn sie fahren, wenn sie heile wäre, würde der Panther oben sein. Aber der ist ja unten. Dementsprechend muss er ja kaputt sein. Aber jetzt mal im Ernst, spart man dadurch vielleicht Performance, wenn man das Fahrzeug kaputt macht? Ich würde mich selber einen Kommentar freuen. Oder von jemand anderem, egal wer, ob es Sinn macht, eine VR-Lok als KI kaputt zu machen, damit man FPS sparen kann. Ich weiß es nicht. Das weiß ich leider wirklich nicht. Aber wäre aber interessant zu wissen. Kann auch sein, dass ich zufällig kaputt war. Ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja nicht hier allmächtig, Gott. Wisst ihr ja auch. Wir rauschen durch. Alles normal, Fahrt ist frei. Und da kommen gleich die 100 auf uns zu. Yay. Braucht man nicht bestätigen. Runter, fängt so eine Kurve schon beachtlich.
zum Beispiel haben wir nochmal 60 hoch. Kurzstrecke gibt es aber auch nicht zwischen Hamburg und Lübeck. Weiß ich jetzt nicht. Wenn es eine gibt, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. So noch 13 Kilometer. Und wir kommen gleich auf 120 zu. Okay. Ich habe ehrlich gesagt jetzt im Monitor geachtet. Ne? Ahrensburg. Altenburg. Gibt es doch keine Altenburg dort. So, 100. 20. Vielleicht kommen wir auf 160 wieder hoch. So, wann haben wir denn Ankunft? 6.41 Uhr dann hier. 42 Abfahrt. Und Station ist 53 Ankunft. Okay.
Ton ist so in Ordnung, alles. Ich habe nochmal Mikrofonlautstärke etwas höher gestellt, weil ich das Gefühl hatte, man versteht mich kaum. Hoffentlich irre ich mich da nicht. Sein. Ja. Ja, die Pause geht nachher übrigens 10 Minuten. Ihr habt ja die Wahl, die könnt ihr vorspulen. Ja, das ist kein Problem. Ich werde aber in der Videobeschreibung das so reinschreiben, wann Teil 1, wann Teil 2 beginnt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Pause kommt und ihr wollt nicht unbedingt immer so stückchenweise vorspulen, der geht einfach in der Videobeschreibung und da steht dann oben drauf Teil 2 ab der Minute. Klickt ihr einfach nur auf diese Zahl drauf, auf die Minutenzahl und zack, spult euch YouTube so weit vor, bis ihr diese Zahl erreicht habt und ihr könnt natürlich Teil 2 weitergucken, ohne Pause. Das ist eigentlich ein ganz gutes Angebot für mich, ne? So. Wir nähern uns Hamburg, Rahlstedt. Ich denke mal, jetzt habe ich es so langsam raus. So. Da sind wir auch in Hamburg-Rahlstedt. Ja, ohne Ton, aber egal. Ich hätte ihn auch aktivieren können, aber ich wollte an der Aufgabe nichts verändern. Wäre auch blöd. So, Abfahrt ist um... wir sind überpünktlich sogar. Ist das nicht schön, mal überpünktlich zu sein? Natürlich ist das schön. Ah ja. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Ich werde am besten, ja, Fahrzeug lassen wir auch mit. Ich mache noch ein Link zum Fahrzeug hier rein, das ist besser.
Ich denke mal, heute Abend ab 17 Uhr kommt dann OMSI 2. Für diejenigen, die gerne OMSI 2 mögen. Montag gibt es Tutorials. Da kommt ein Schwänzsimulator-Tutorial und ein OMSI 2-Tutorial mit der Performance. Montag ist jetzt immer Tutorial-Tag, wenn keine Tutorials mehr anstehen, was selten ist, gibt es halt Montag kein Video. Das ist fest so gemacht, also ich habe es jetzt so beschlossen. Ist auch besser so, dass Montag kein Let's Play kommt, nur ein Tutorial. Ist besser so. Ist nicht immer so durcheinander. So, dann wollen wir mal losfahren. Ja, ich muss da noch mal wirklich. Das ist ein Sonderzug oder über eine Überführungsfahrt. Ich weiß nicht, es kann ein Sonderzug sein. Warte mal, ich muss mal rausgucken. Okay. Ja, das ist ein Sonderzug. Können wir mal schnell lutschen. Das ist ein RE. Ach, guck an. Ein RE. Hast du auch noch nie gesehen. Nice. Nice, nice. Ah, ich muss da nochmal das Update installieren, damit für die KI-Lichter. Muss ich nochmal machen. Verdammt. Mach ich auch nochmal. Jetzt nicht in dieser Folge, ist ja klar. Weil ich habe keine Lust, wo ein OBS sich aufhängt. Das mache ich lieber in der nächsten Folge, wenn ihr seht. Ja, Haltung läuft auch im Hintergrund, das bleibt jetzt immer an, da das im Video nicht stört. Ich habe es bitte gekriegt, es hat sich keiner beschwert, ich bin auch sehr froh darüber. Ich habe mir das auch immer selber angehört, es stört wirklich nichts. Und da bin ich auch heil froh, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, ich habe gerade nur auf den Tacho geguckt. Mit der AfD. Ich habe natürlich Musik, mache ich auch noch. GEMA-freie Musik. Die vorherige Plattform, wo ich die Einverständnis hatte mit der Musik. Oh, 280. Oh, schön. Die vorherige Plattform, wo ich auch eine E-Mail bekommen habe, dass ich die Musik verwenden darf, ist anscheinend abgelaufen. Keine Ahnung warum. Die haben da irgendwie die Rechte nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Da zieht mir auch YouTube einen Strich in der Rechnung. Und naja, jetzt habe ich wenigstens was gefunden, was so jeder YouTuber nutzt. An GEMA-freie Musik und ja, sicher, sicher. Ja. Oh, wir nähern uns schon Hamburg Hauptbahnhof. Das sieht ja geil aus. Ah, schön. So was fährt ja auch in der Realität so. Eintritt kommt von CE1, das habe ich ja schon mal gesehen auf Facebook. In der Gruppe. Schon wirklich Realität so, dass die so teilweise rumfahren. Habe ich schon mal ein Video davon mal gesehen. Sieht schon eigentlich lustig aus. So.
Auto 100. Und gleich kommt 60. Ist nicht wahr. Stromschiene für die Hamburger S-Bahn. Seit wie in Berlin. Hat keine Oberleitung, der Strom fließt nämlich neben der Schiene. Oh, hier ist Hamburger S-Bahn. Holen wir mal. Sehr schön. Gefällt mir. 60. So, was? Viel Verkehr hier. Leute. Ja. Cool. So, wir haben jetzt gerade Ankündigung auf 40 bekommen. Doch die Performance gerade in den Keller. Mag ich hier überhaupt nicht. Nee. Aber cool. Auf jeden Fall. Sehr schön KI-Verkehr, sehr schöne Ansagen. Ich weiß nicht, ob sich gut mich nochmal geholt. Ich denke mal nicht. Ich habe mir sogar noch eine Hamburger S-Bahn gekauft. Also, jetzt die andere Hamburger S-Bahn, wo der Panto. Naja, wo der. Wo sie halt Panto hat, ne? Wo der Strom oberhalb läuft. Oberleitung, nicht unten. Das habe ich mir noch geholt. Weil dafür brauchte ich auch ein Szenario, ich weiß nicht welches. Lustiger dabei ist der Preis, ne? Aber es mit 9 Euro. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe mir die Hamburger S-Bahn gekauft, die auf Strecken fährt, wo es Oberleitung gibt. Und nicht sowas hier drin. Und die kostet ursprünglich irgendwas mit 9 Euro oder so. Ich brauchte nur 2,50 Euro bezahlen. Da ich jetzt mal drum geguckt, weil ich habe nämlich vergessen, wo ich die Pionier Edition gekauft habe für den Trend Simulator 2017. Da habe ich beim Kauf einen Gutschein bekommen, einen Rabattcode für den nächsten Kauf eines DTGs und an
Fahrzeug. Dementsprechend konnte ich das Gute dann verwenden. So, halten wir mal hier an. Und wir sind überpünktlich. Sogar schon. So, dann öffnen wir mal die Tür. Machen wir doch das Licht an. Weil wir enden ja hier. Das heißt, wir müssen praktisch Führerstandswechsel machen. Das noch aus. SIFA aus, PCB aus. Setzen wir zurück. Zack. Und ich die SIFA noch nicht ausgemacht. Ist doch auch noch aus, ne? So, weg damit. So. Sorry. Das war nicht das Verfahren. So. So weit. Kleine Kaffeepause. Zurück nach Lübeck geht es um 10.34 Uhr als RE 214-56. Und da kommt noch ein Hamburger S-Bahn hoch. Yay! So. Das haben wir. Guti. Dann würde ich was sagen. Würden wir mal sagen. Starten wir mal was anderes. So, danke schön. Ich bin jetzt den Transimulator, weil ich musste ja eh neu starten. Wegen der Ansagen, weil manchmal schafft es der Transimulator nicht. Und ich lasse jetzt derweil eine Dia-Show laufen von meinen Bahnbildern. Ich habe einige herausgesucht. Das sind insgesamt 41 Bilder. Könnt ihr euch anschauen. Die laufen jetzt durch. Ob sie sich wiederholen, weiß ich nicht. Ich denke mal, so lamaschig bin ich nicht. Kann aber auch sein. Ich werde erstmal meinen Red River zurücksetzen. Erstmal. So. Denn ich mache jetzt eine kurze Pause. Werde mir. Ja. Mal ein Stück trinken. Sehr gut. Werde mir schnell was besorgen und ihr könnt derweil was zu essen holen, was zu trinken holen, auf Toilette gehen von mir aus, was auch immer, und wir sehen uns dann praktisch gleich wieder. Ich werde jetzt erstmal hier Lenz Co. abspielen, danach kommt Elektronomia Sky High von NCS, ne? Die werde ich jetzt abspielen lassen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nachher wieder. Ne? Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob er auch was wiederholen kann. So. Ach ja, ich habe ja drei Lieder, sehe ich gerade. Wo ist denn das dritte? Ah, nee. Pardon. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt mir nochmal schnell was holen. Und ihr hört jetzt derweil Musik. Ich habe jetzt zufällige Wiedergabe angemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hören wir uns gleich wieder. Bis später. Und wenn nicht, geht auf die Beschreibung, dort klickt ihr auf die Zahl und dann ist es vorgespult und ihr seid am perfekten Moment. Also, bis gleich.
So, willkommen zurück zu Teil 2 dieses Geburtstagsspecials. Für diejenigen, die Teil 1 nicht gesehen haben, kleine Info nochmal am Rande. In Zukunft gibt es jetzt immer dienstags bis sonntags immer ein Let's Play, eine komplette Folge von OMSI 2 und Train Simulator. Und montags gibt es jetzt immer Tutorials. Das heißt, nicht ein Tutorial, sondern Haufen Tutorials. Kommt darauf an, wie viel ich geschafft habe. Und das ist jetzt fest so eingebaut. Falls ich keine Tutorials mehr auf Lager habe, gibt es natürlich dort an den Tag kein Tutorial. Aber das ist eher unwahrscheinlich, da ich noch sehr viele Tutorial-Wünsche offen habe. Die werde ich natürlich auch alle abarbeiten. So, nicht wundern, wer jetzt die ganze Zeit die Musik und die Bilder angeschaut hat, der wird am Anfang gemerkt haben, warum das ein Lied einen abrupten Ende hatte auf einmal. Das lag an mir. Ich muss erstmal irgendwas testen, ob das überhaupt alles funktioniert. Und es hat alles geklappt. Von daher läuft alles. Dieses Szenario ist übrigens von dem lieben Edgar. Er hat sogar einen YouTube-Kanal. Dort zeigt er auch seine Aufgaben, die er erstellt hat. Und er zeigt auch natürlich auch andere Aufgaben von anderen Erstellern, habe ich gesehen. Und schaut mal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Und die Links zu diesen Aufgaben findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. So, Teil 2. Das Wetter ist leider nicht besser geworden. Fahren Sie den RE21 456 zurück nach Lübeck. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und rüsten Sie den Zug auf. Abfahrt ist um 7:34 Uhr. So, okay, dann wollen wir mal starten. Und zwar erstmal die Türen öffnen. So, erstmal dann Shift B, dann erstmal vorne. Steuerung Shift B für den Dralok natürlich. So, dann Druck aufbauen. Haben wir okay. Dann als nächstes Pantoval. Na, komm. Will er gar nicht jetzt hier oder was? Ne, hinter dem Panther will er anscheinend. Ah, ich Vollidiot. Ich muss erstmal Shift 9 drücken. Ah, da muss ich erstmal akzeptieren. Mann. Ich bin immer zu schnell. Verdammt. Wurde akzeptiert. Ja. So, jetzt Steuerung Shift P. Erstmal. Jetzt wieder weg hier. Mensch. Shift Steuerung P. Und den Panto und Licht an und check richtig, der ist falsch, da ist anscheinend auch die Lok falsch. Dann senken wir mal am besten Panto nochmal, ist kein Problem. So, dann nochmal P und nochmal P. Danke. Dann machen wir hier noch mal alles klar. Feststellbremse lösen. So. So. Das dann Hauptschalter noch an. SIFA. Die PZB. Instrumentenbeleuchtung brauchen wir auch noch. Haben wir Lübeck als Ziel? Ich meine, Hamburg hatten wir als Ziel, aber ob wir Lübeck haben, kann ich nicht sagen. Ich schau mal. Ich lasse es. So. Und zwar mit 0. Schauen. Essen, Hamburg. Ne. Dann
dann lassen wir mal den Regionalexpress stehen, weil wir sind ja ein Regionalexpress und es passt ja auch. So, hinten ist auch richtig. Wie gesagt, hinten hört man die Lok nicht, da die Lok im Editor als kaputt eingetragen worden ist. Und man kann auch nicht nach hinten wechseln. So, die 218 hat Makro gegeben und sie fährt auch ab. Das ist sehr schön. Oh, ich liebe diesen Sound. So, ich denke mal, wir haben soweit hoffentlich auch alles. LZB brauchen wir nicht, da die Strecke keine LZB besitzt. Ich werde aber nochmal speichern, weil die Performance gerade ein bisschen im Keller ist. Kann jetzt auch eine Aufnahme nehmen. Oh, dieser Sound. Lecker, das ist geil. So, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles soweit aufgerüstet. Ja, habe ich. Ihr seht, wir haben wieder einen Fahrplan. Und ich mache schon mal Service. Ganz wichtig, immer Serviceblick. Wobei das ein bisschen schwierig fällt. Aber dafür gibt es ja Schaffner Pfeifen. Aber diesmal nicht. Soll mir auch recht sein. Lösen die Bremsen. Und gehen auf 40 hoch. So. Irgendwas jetzt. Ja, das ist halt eine blöde Steigung. So. Vorne ist 60. Basewechsel hier noch. Also das Signal kündigt mit 60 an. S-Bahn. Schön am Überholen. Wie sich das gehört. DB S-Bahn Hamburg.
Ja, mein Wasser habe ich immer noch dabei. Und da vorne kommt eine Baureihe 114 entgegen. Alles. Sehr schön. Beide Szenarien gehen 50 Minuten, falls es jemand fragen sollte. Ich schaue mal mein Mikro ein bisschen nach mir so. Ich hoffe, es ist wirklich der Ton, der okay ist. Weil wenn nicht, dann ärgere ich mich sowas von. Wie gesagt, beide Szenarios gehen 50 Minuten. Und ja, ich werde euch bald auch nochmal den Flirt 3 zeigen von dem lieben Edgar, der das erstellt hat. Da sind wir auf Hagen 7V3 unterwegs. Und ja, es war eine aufwendige Installation gewesen, da brauchst du beim Flat 3 ein spezielles Paint, war ja alles dabei, musste halt installiert werden, aber war eigentlich perfekt, bloß, naja, es dauerte halt, ne? Naja, aber das werde ich euch auch noch zeigen, gibt es zwei Szenarien von jeweils 100 Minuten. Werden wir auf jeden Fall fahren. Sauers. Der hat ein Paddel. So, gleich können wir 160 tauschen. Also volle Pulle. Steht hier. Sehr schön. Doppeltraktion. Ah. Okay. Interessant. Vorhin haben wir nicht gehalten. Das sind 15. Wie fährt man vorhin? 6? Ich weiß. Naja, eigentlich. 11 Kilometer. Okay, wir halten nicht in Hamburg Dingens hier. Wir haben noch vorhin in Hamburg gehalten. Oh, wie hieß denn das mit R? Hieß es. Da haben wir noch vorhin gehalten. Da halten wir diesmal nicht, dafür halten wir in Ahrensburg. Dabei muss ich auch noch sagen, der Fahrplan ist real. Also an der Station. Der den Fahrplan
Fahrplan gesehen, der eingeblendet worden ist mit der Aufgabe. Wer sich fragt, wo kriegt man solche Fahrpläne her, die man sehen kann, wo sie halten, der geht einfach, googelt einfach DB Ankunft Abfahrt. Dann landet ihr auf der DB-Seite, könnt ihr den Namen eintragen, der Haltestelle, des Bahnhofes, Bushaltestelle, und dann findet ihr auch heraus, welche Züge, Busse, Straßenbahn, U-Bahn, alles zu fahren. Eigentlich ganz schön praktisch. Da können wir schon mal die Fahrstufe runterfahren lassen. Hier wieder schön mit Zielanzeigen, Bahnhofsanzeigen. Und schön auf. So. Pünktlich! Mensch, überpünktlich und perfekt gehalten. Junge, was will man mehr, oder? Ja, das ist wirklich perfektes Halten.
So, hier, Raucherbereich. Zeit, dass mal der Müll ausgeleert wird hier. Nee, nee, nee. So, was haben wir hier schönes für ZZA-Anzeigen? RE 214-56 nach Lübeck über Bad Oldesloe. Sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Oh, 218. Sowas müsste mal von Virtual Railroads rauskommen. So eine richtig geile 218 Expertline. Oh, ich glaube, da gehen einige Eisenbahnherzen in der Welt. Viele. Das wird der totale Renner, wenn sowas veröffentlicht werden würde. Von Virtual Railroads. Okay, der hat da anscheinend hier HP 0. Und fährt jetzt weiter. Auch schön. Der vor uns hört Musik. Oh, wenn das mag. So, hier haben wir einen Raucherbereich wieder, ne? Eigentlich perfekt, ne? Auch nur aussteigen, können wir eine puffen. So, hier geht's wieder runter zur Straße. Aber wir steigen mal wieder ein. So. Und zack. Wir machen AFB zurück. So. Machen Service. Ah, sieht okay aus. So, nochmal Service. Okay, wir können. 120. Ja, worauf ich mich besonders freue, ist halt die Strecke Konstanz Willingen von Virtual Railroads. Hochtauernbahn. Was steht da? Ja, nee, Hochrheinbahn, Schwarzwald. Sehr schön.
freue ich mich auf jeden Fall. Freie Fahrt. Ja, ist hier wieder die Kurve von 100. Gleich wieder 160. Gegen. Das sieht nach 183. Wunder, dass es nicht regnet.
Übrigens, ich höre gerade eine Ludmilla. Ja, die hört man immer. Da kann sie 2 Kilometer weit entfernt sein. Man hört sie immer am Train Simulator. Die muss hier irgendwo rumspringen. Oder rumstehen, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Ach, da drüben ist er, die Ludi. Doppeltrack. Raus. Ja, ich muss das auf der CD dann. Der Kollege war die Grüße. Ne? So, Tür auf. Und wir schauen mal nach der Ludmilla. Die treibt sich hier irgendwo rum. Ludi, bist du? Da ist er. Doppeltraktion. Ludmilla Power. Ich weiß nicht, das ist aber entweder die von DTG oder von der Virtual was. Auf jeden Fall ist sie auch da. Und wir sind mal wieder zu früh. Macht ja nichts. Ja, nicht wundern, das ist normal. Es geht gleich weg. Das ist ein komisches Sound. Buggy ist. Normal. Ja, jetzt haben wir erstmal Aufenthalt hier. 8.02 Uhr ist Abfahrt. Ja. Ich bin halt so gut. Nein. Ich denke mal, das wurde schon mit Absicht so gemacht. Weil ich habe ja auch extra den Regler hochgestellt. Den Zug- und Bremskraftwähler. Ja, das ist der Geschwindigkeitsregler, Hilfssteuerung, ja. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch. Können aber schon mal Service-Pick machen. Bad Oldesloe. Steckt keine ein. Oh, ja, steig ein. Sonst ist alles frei. Dann können wir ja mal die Türen verriegeln. So, Shift T. Lockbremse lösen. Und hochgehen. So, nächste Halt. Rheinfeld. Holst. Jetzt kommen wir wieder zu den Abschnitten, wo nur noch 120 erlaubt ist. 160 kommen wir nicht mehr hoch.
meinst du sogar. 50 Minuten gehen aber jetzt schon schneller rum. Meine Güte. Wir nähern uns. Vielleicht ist es auch schon, oder? So. So, runter. Und da steht die Baureihe 151. Grüßen wir mal. Raus. Schöne gemischte Güterzug. Schauen. Ja, eigentlich perfekt. Bloß die Markierung ist leider zu kurz geraten, aber sonst stehen wir eigentlich ganz gut. Mal schauen. Ja. Hier müssen wir stehen. Abfahrt 8 und 9. Sehr schön. Ah, das sind diese Fahrkartenautomaten von. Ja, steht drauf von der Bobbahn und. Ich glaube auch eher von dem Metronom kann das sein. So eine Art Metronom-Farbe. Steht doch drauf, glaube Metronom. Auf jeden Fall nicht für DB. Weiß ich jetzt nicht. Ich wohne ja nicht da. Vorsicht, schnelle Vorbeifahrten. Gekennzeichneten Bereich erst betreten, wenn Zug hält. Genau.
Das ist immer ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Die Innenansicht haben wir übrigens nicht, falls ja jemand fragen sollte. Also wir haben nur hier sowas, wo wir gucken können. Guten Tag, geht's Ihnen? Ja, steigen wir wieder ein. So. Ich weiß, das sieht kacke aus. So, dann wollen wir mal zurücksetzen. Türen schließen. Lockbremse lösen. Zusatzbremse. Ich komme nicht in Lockbremse, ey. Hätte man das nicht auch Lockbremse? Ach, egal. Abfahrt. Ist klar. So, weiter geht's. Ja. So. So, 14 Kilometer noch. Dann erreichen wir Lübeck Hauptbahnhof. Und das ist dann auch unser Ende zum Geburtstagsspecial. Ja, ist jetzt keine aufregende Geburtstagsspecial-Folge, wo wir Party machen oder so. Nein. Ich hab mir so gedacht, ach, fährst du mal zwei Aufgaben Trainsimulator, wir freuen sich schon deine Zuschauer, das reicht ja eigentlich auch. Ne? Was willst du mir Party machen? Trainsimulator gibt's gar nicht. Da hab ich mir gedacht, gut, machst du OMC 2 eine große Folge, also nicht allzu groß wie jetzt Trainsimulator und auch halt Theory MTS. Konntet ihr mal schön zwei schöne Aufgaben sehen. Und ich denke mal, damit seid ihr auch eigentlich alle ganz zufrieden. Denke ich mal. Wie gesagt, Link zum Fahrzeug und die zwei Links zu den beiden Aufgaben findet ihr in der Videobeschreibung und natürlich auch den YouTube-Link zum Erbauer.
Leipzig, Leipzig. Ein Magnet da, müssten wir auf 85 runter. Also unter 85. Was ich machen, kriegen wir eine Zwangspause. Vorne fährt eine 294 und hat gerade ein paar Endwagen abgeschleppt. Schön viel KI-Verkehr. Wie wahrscheinlich. Am Ankunft 28.
So, da sind wir auch. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich weise erstmal Sieve aus B zu B aus. So. Zack. Das zurück. Instrumentenleuchtung aus. Zugspitzen nicht auf Rot. Und wir verlassen jetzt am besten den Führerstand, denn der Kollege übernimmt er jetzt hier. Deswegen habe ich es erstmal hier abgerüstet. Der Kollege in der anderen noch steckt gerade ein und übernimmt dann praktisch auch diese Fahrt. Ne? Also, wir haben hier alles erledigt. So, da drüben die 294 hat einen halber Stelle Wagen geschleppt auch. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier. Kann ich jetzt das Rutschen hin? Mach ich es jetzt nicht hin? Bin ich ein guter Mann oder ein schlechter? Türen auf. Scheiße. Wenn ich das jetzt verkacke, dann hasse ich mich. Ja, dann hasse ich mich. So. Scootshot. Weil wir haben ja Ankunft gehabt 20. Es ist 21. Ach, das scharfe Wort, Dicke. Ich bin Profi, verstehst? Profi. Profi wissen, was sie machen. So. Frühstückspause. Yay. Ja. Das war's eigentlich, ne? Zug endet hier. Weil es Ankunft 8.20 Uhr. Pünktlich. So muss es sein. Ja. Das war ein hammergeiles Szenario. Muss ich ehrlich sagen. Link ist in der Beschreibung. Und ja, das war's ja eigentlich auch schon. Mit dem Geburtstags-Special. Ja. Wir haben beides abgefahren. Sind den RE nach Hamburg und dann wieder zurückgefahren. Jeweils 62 Kilometer. Hätte ich den TS noch offen, würde er noch gesamt stehen. Aber ist auch egal. Wir sind insgesamt 124 Kilometer gefahren. Ist eigentlich ganz gut. 51 Minuten Spielzeit. Passt. Ja, also top. Ja. Eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen. Und ja, schaut doch mal bei dem Edgar auf seinen YouTube-Kanal vorbei. Da ladet er einige Szenarien hoch. Vielleicht findet ihr ein oder das andere Szenario. Wir werden demnächst auch noch mal ein bisschen mehr Szenarien von ihm fahren. Wie zum Beispiel mit dem Flat 3, was ich ja schon gesagt habe. Und ja. Ne? Bitte schon mal Bescheid wisst. In diesem Sinne danke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Heute Abend geht es dann weiter mit dem OMSI 2 Special. Da werden wir wie beim Train Simulator halt zwei Linien fahren. Und ihr könnt mal gespannt sein, was so kommt. Ich bin noch am Überlegen, aber es wird irgendwas Schönes kommen. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Train OMSI TV. Tschüss.